Meine Babypause ist nun zu Ende. Ich bin seit einigen Tagen zurück. Einer meiner ersten Wege in Berlin führt mich auf den Dorotheenstädtischen Friedhof. Hier ist das Grab von Christa Wolf. Christa Wolf, deren Werke für mich ganz wichtig waren und sind und deren Bücher meinen Blick auf die Welt geweitet haben und der es gelungen ist, wirklich ganz großartige Frauenfiguren zu schaffen wie Medea, Cassandra und die Frauen aus Sommerstück. In den 80er Jahren stellte sie sich auf einem Schriftstellerkongress der Frage, wie man in Zeiten des Wettrüstens und des Kalten Krieges überhaupt noch schreiben soll. Und sie antwortete darauf auf ihre eigene Weise. Man soll so schreiben, dass man der Gesellschaft, der Partei, der man sich verbunden fühlt, besonders nützt. Und das bedeutet immer noch kritisch. Ein wunderbares Plädoyer und Ansporn zur kritischen Urteilskraft.